Herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit AppKings. Ja, heute geht es um einen kabellosen Staubsauger mit Akku. Dieses gute Stück. Ja, ist ja gerade sehr, sehr modern, Staubsauger mit einem Akku zu versehen. Da gibt es ja so die verschiedensten Firmen. Ich glaube, die bekannteste ist eine mit D. Die sind sehr, sehr teuer, liegen dann preislich meistens so bei ja, 500, 800 Euro. Es gibt aber auch gute Alternativen, die so bis maximal 200 Euro liegen, also zum Beispiel dieses gute Stück. Und ja, was das so kann und was dahinter steckt, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, so wird das gute Stück geliefert, kommt von der Firma Dinky. Wird natürlich den meisten jetzt eher nichts sagen. Das ist eine Firma, die hat sehr, sehr viele Haushaltsgeräte. Gibt es eigentlich fast nur bei Amazon, wie gesagt, preislich ungefähr bei 200 Euro. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Und in dem Fall ist es das Modell DV888DC-HXW2. Wie gesagt, das ist ein Staubsauger mit einem eingebauten Akku. Ihr habt, kann man ja mal hier hinten so noch ein paar Stats drauf. Man sieht es hier auch nochmal sehr, sehr gut. Er hat eben zwei verschiedene Stärken. In der stärksten Version habt ihr 18 Minuten Zeit sozusagen zu staubsaugen. Da ist aber dann eben ein richtig, richtig starker Boost drin. Das heißt, er saugt dann eigentlich wirklich alles weg. Gerade wenn ihr irgendwie mal was verkleckert habt oder ja mal wirklich was Hartnäckiges habt, dann macht hier den Turbo an. Sonst auf ganz normal staubsaugen dann knapp 35 Minuten. Ihr habt natürlich sowas wie einen Lieferumfang auch mit dabei, ein Ladegerät, also geht auch sehr, sehr schnell. Hier sieht man auch nochmal 22,2 Volt mit 2200 mA. Und ja, wie gesagt, ihr habt eben auch die Möglichkeit, das gute Stück an die Wand zu montieren. Das heißt, ihr habt dann, wie gesagt, wie so ein Ständer. Auch sehr, sehr cool, weil wie oft ist es so, dass man überlegt, wo packt man so einen Staubsauger hin und so könnt ihr ihn einfach an die Wand montieren. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was für Zubehörartikel wir so da inklusive sind. Und dann gucken wir uns natürlich den Staubsauger an, werden mal einen Test machen, was der so wegsaugen kann, gerade mit dem normalen Modus und dem Turbo-Modus. Und ja, bleibt einfach dran und los geht's. So, wir schauen mal nach, was hier noch so wie Zubehör mit dabei ist. Wir haben hier nochmal eine extra Bürste, die können wir nach vorne machen, aber auch nach hinten natürlich. Dann haben wir nochmal einen Aufsatz. Also ihr habt wirklich die verschiedensten Aufsätze für die verschiedensten Gegebenheiten. Das sieht dann so aus. Wie gesagt, die werden einfach ganz vorne an den Staubsauger rangemacht. Super leicht eingeklackt. Hier vorne ist immer der Adapter. Klack. Zeige ich euch dann nachher auch nochmal. Dann haben wir noch mit dabei. Das ist die Wandhalterung. Man sieht hier auch nochmal, dass hier Schrauben mit dabei sind und ein paar Dübel. Die zeige ich euch natürlich auch. So. Ist natürlich immer alles schön verpackt. So. Genau, hier sieht man es. Ist, wie gesagt, eine Vorrichtung, die könnt ihr an die Wand machen und dann könnt ihr den Staubsauger dort einfach perfekt reinhängen. Also auch super einfach zu montieren. Dann ist im Lieferumfang noch eine magische Box. Was ist hier so drin? Wieder Folie. Oh. Eine extra Bürste und die fässt sich richtig, richtig gut an. So ein bisschen wie samtmäßig. Was natürlich immer wichtig ist, dass ihr es danach auch immer alles ein bisschen sauber macht, weil da verfängt sich natürlich gerade, auch wenn man zum Beispiel Tiere hat, sehr, sehr viel. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ihr habt natürlich noch das ganz normale Netzteil mit dabei. Das ist ein ganz normales Netzteil, nichts Besonderes. Und ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir jetzt zum Staubsauger. Ist ja wie gesagt auch das Herzstück und das, was auch am meisten interessiert. Das ist das gute Stück.
Wie gesagt, vom optischen her finde ich es sehr, sehr schick. Gerade in diesem Blauton, hier mit dem weißen Logo noch von Dinky. Man sieht es genau. Hier unten finde ich auch ganz cool. Es sieht so ein bisschen aus, als wenn es so Carbon wäre. Ist es natürlich nicht, ist nur so ein bisschen die Optik. Und was hier zum Beispiel echt nice ist, ihr habt hier vorne eine LED-Bar. Das heißt, wenn ihr den anmacht, dann leuchtet es. Ich werde es einfach mal einmal kurz demonstrieren. Ja, das heißt, wenn auch mal an irgendwelchen Stellen, wo man eben nicht so viel sieht, könnt ihr damit eben richtig schön Staub saugen. Und man sieht es vielleicht hier schon, hier ist dann euer Behälter. Dort kommt dann sozusagen alles, was ihr eingesaugt habt, rein. Wenn es natürlich hier bis maximal voll ist, dann solltet ihr es bitte auch ja, einfach mal entsorgen. Dafür macht man es einfach unten einmal auf und kann es dann ganz normal rausschütten. Und ja, hier hinten, da wird es aufgeladen. Wie gesagt, entweder über die Ladestation bzw. über den Halter und dann einfach das Ladekabel reinmachen und dann wird es aufgeladen. Akkulaufzeit, wie gesagt, zwischen 18 und 30 Minuten. Und ja, einfach wie gesagt anmachen, ausmachen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier rauf drücken, dann macht es einmal klack, dann könnt ihr es nach vorne ziehen. Und jetzt haben wir hier sozusagen das Herzstück. Und das sind eben nur die Zubehörteile. Und jetzt könnten wir zum Beispiel auch hier nochmal aufdrücken, dann macht es nochmal klack, klack. Ganz einfach, also ist alles wirklich Plug and Play. Für jeden machbar und jetzt könnten wir das auch hier ran machen. Und dann muss es ja knacken. Knack. Und jetzt ist es fertig und dann hätten wir zum Beispiel auch einen ganz kleinen Staubsauger, den man perfekt mitnehmen könnte. Weil, wie gesagt, ihr habt ja einen Akku, auch sehr, sehr gut fürs Auto. Weil da braucht man eben nicht immer wirklich so einen großen Erweiterung. Aber wie gesagt, ganz oft ist ja so, dass ihr nicht richtig rankommt. Dafür brauchen wir den. Aber so können wir den einfach mitnehmen. Ist auch gar nicht so schwer, also kann man auch ganz locker mit einer Hand benutzen. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel ganz normal schön Staub saugen. Was ich sagen muss, man sieht es hier eben auch, dass es geht wirklich super einfach. Also ich mache nach links, ich mache nach rechts, er macht das, was man möchte. Was auch cool ist, wenn man ihn anhat, dass hier nochmal die LEDs sind, wie viel Akku man hat. Also hier, Entschuldigung. Das heißt, er ist komplett voll. Wenn man dann sozusagen immer weniger Akku hat, dann würde es hier auch immer weniger werden. Und das ist natürlich eine Hilfe, um zu wissen, ob man langsam aufladen muss. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den Test in den verschiedenen Modis. Werden mal ein bisschen ja, was manipulieren und werden einfach mal ein bisschen Dreck hinlegen, damit er mal ein bisschen was zu tun hat. Und ja, dann werdet ihr mal sehen, wie einfach das funktioniert. So, wir haben jetzt ein bisschen was ausgelegt. Das sieht natürlich bei euch eher nicht so aus. Obwohl man sagen muss, wir haben jetzt zum Beispiel Vögel und da sieht es manchmal, wenn man längere Zeit da mal nicht gestaubsaugt aus, leider so aus. Und ja, wir testen es einfach mal jetzt in der normalen Stufe. Man sieht auch schön die LED. Und man sieht, es ist nichts mehr da. Hier an der Seite ist noch. Zack, und das ist der normale Modus. Wir machen jetzt mal den Turbo-Modus. Keine Probleme. Und auch auf normalen Teppich. Guckt euch das an. Auch da keine Probleme. Jetzt ist der Teppich ein bisschen im Weg. Und ja, also das ist wirklich eine richtige Kraft. Da ist alles weg. Würde sogar schon im Standardmodus gehen, muss ich sagen. Also den Turbo-Modus, obwohl es so viele, brauchte ich eigentlich nicht. Aber ja. So, man sieht jetzt hier auch nochmal ganz gut alles, was wir jetzt aufgesaugt haben. Das muss man natürlich nach einer Zeit jetzt einfach mal leeren. Aber wie gesagt, deswegen steht ja auch extra maximal. Und ja, er ist, wie gesagt, sehr, sehr stark. Hat gut gesaugt und wie gesagt, mit dem Akku einfach sehr, sehr geil. Man hat nicht ein Problem mit dem doofen Kabel, wer kennt es nicht. Man fällt über das Kabel oder das Kabel ist nicht so weit. Das brauchen wir hier nicht mehr. 30 Minuten haben wir hier volle Kraft.
Und ja, ich würde sagen, das soll es auch gewesen sein. Weitere Infos nochmal dazu in der Videobeschreibung. Wie gesagt, kommt von der Firma Denki, der DV8888DCHXW2 Akku-Staubsauger. Und ja, ich bin damit echt zufrieden. Und für alle Leute, die einfach mal ein bisschen entspannter staubsaugen wollen, eine sehr, sehr gute Wahl. Bis zur nächsten Folge, euer AppKings. Ciao.